Mann auf der Mauer! Jetzt! Bringen Sie den Soldaten wieder auf die Beine! Zurück im Kap! Okay, Gears, klettern Sie die Leiter hoch! Was ist passiert? Los, hoch Wo mit zum dir! Wo zum Geier bin ich? Ich habe Ihnen einen Befehl erteilt! Hoch auf diese Mauer! Nutz die Kettensäge und dann verteidige die Mauer! Verdammte Scheiße! Wir müssen diese Mauer rollen! Erledigt sie! Jetzt räumt den Innenhof frei! Lasst keine mehr hoch! Ihr müsst zielen! Schießt nicht daneben! Ach Scheiße, die sind überall! Kommt schon! Lasst sie nicht hoch! Verdammt, da kommt immer mehr! Oh, Scheiße! Linke Platte offen! Geh da rüber und räum sie frei! Enterhaken! Komm schon, Gier! Haut sie um! So zäh bist du nicht! Lass sie mich! Jemand soll sich hinter das Geschütz klemmen und den mal einheizen! Thank you.
Wie sehr wünschte ich, Sergeant Phoenix könnte heute bei uns sein. Haltet inne und gedenkt der Männer und Frauen, deren Opfer unser Überleben gesichert hat. Dank ihnen kämpften wir uns durch diese dunklen Stunden. Wir erleben eine neue Blütezeit. Die Welt, die die neue Chor erschuf, kennt keinen Krieg, kennt kein Leid. Eine Welt der Sicherheit. Der Familie. Eine Welt ohne Krieg. Hey, kommst du? Gib mir eine Sekunde. Wegen eines Schmetterlings? Ja, sieh mal. Weißt du, wie ein Schmetterling entsteht? Wie durch ein kleines Wunder? Stimmt. Wenn die Larve überlebt, viele tun das nicht, dann verändert sie sich. Die kleine Larve verpuppt sich. Im Kokon zerstört und verwandelt sie sich, ändert ihre Farbe und Gestalt, bekommt Flügel, Krallen. Sie befreit sich aus ihrem Käfig und dann ist sie verwandelt und wunderschön. Du hättest nicht kommen sollen. Spar dir die Worte, JD. Die da, die kommt ganz nach ihrer Mutter. Tut sie wirklich? Tu ich wirklich. Früher haben wir Chorsiedlungen beschützt. Jetzt überfallen wir eine. Ironisch, oder? Eigentlich nicht. Non-Cons begehen halt Überfälle, bis ihr zwei aufgetaucht seid. Und jetzt? Langweilig. Lieber langweilig als tot, alter Mann. Gibt's da einen Unterschied? Oh, kein Alarm. Herzlichen Dank. Langweilig wird uns sicher nicht. Aber das mit dem Sterben... Das ist nicht der Sicherheitsalarm. Oh, Scheiße, eine Sturmfront! Wir können uns in der Siedlung verschanzen! Alle zum Wagen! Los! Ich lass den Hübschen nicht zurück! Los! Zaun drüber! Und wie? Hier ist kein Tor! Dann müssen wir ihn einreißen! Ha! Hat geklappt! Und jetzt zum Kran! Los, los! Hier sollten wir sicher sein. Ah ja, wie sicher ist sicher? Nicht sofort tot! Verdammte Scheiße!
Was habe ich verpasst? Jemand verletzt? Hat Kate noch ihren Hut? Ha, gut, gut. Hey, Hübscher. Du bleibst hier und... Also, ihr Ausreißer, habt ihr bei diesen großen Chorwänden auch Heimweh? Wow, schon wieder dieser Ausreißer-Blödsinn? Du weißt, dass wir dich eigentlich nicht brauchen, hm? Rainer, Dell und mich beauftragt, nicht dich. Sorry, Superhirn. Wo sie hingeht, gehe ich auch hin. Ich brauche keinen Babysitter-Onkel. Dann nenn mich Begleitperson. Vielleicht nenne ich dich Schnapsnase. Oh, du willst es wohl echt wissen, Kleiner. Onkel, du wirkst ein wenig betrunken. Ich bin sogar ziemlich betrunken. Okay, Chorsiedlungen werden von innen nach außen errichtet, also muss der Fabrikator noch unmittelbar im Stadtzentrum sein. Wir holen ihn und verschwinden. Tja, da drin wird's für Sicherheitsdebis nur so wimmeln. Es gab 6 Monate keinen Non-Con-Überfall. Wir haben das Überraschungsmoment. Einen Roboter überrascht man nicht, Superhirn. Wir haben Debis gesteuert, schon vergessen. Ah ja? Wie in Siedlung 2? Hm? Hey, das war nicht Ihre Schuld. Du hast größere Probleme als dein Dickkopf, Jungspund. Okay, da ist das Bauzentrum. Fragt sich nur, wie wir da hinkommen. Wir können nur abwärts. Also, Abmarsch. Vor 2 Wochen war hier noch Brache. Und jetzt bauen sie schon den äußeren Ring? Naja, ohne Sorge vor Überfällen geht das wohl alles etwas schneller voran. Runter! Beobachter! Noch sieht er uns nicht! Dabei bleibt's bitte auch. Je weiter wir zum Zentrum vordringen, desto mehr Dibis werden an uns kleben. Genau deshalb sollten Dell und ich das allein machen. Wenn wir erwischt werden, kriegen wir Jin schon rum. Ich war 15 Jahre bei der Chor. Äußerst angesehen. Vielleicht sollte ich mal mit Jin über diesen Krieg diskutieren, den sie anzetteln wollte. Oder die andere Option, nicht erwischt werden. Lass uns leitern! Klettern wir nach oben! Bauer und kein Beobachter. Kein Problem, Oscar. Ich weiß, wie man Beobachter umgeht. Ich übernehme das. Bürger, Sie sind nicht autorisiert. Ich bin kein Bürger. Ernsthaft? Was? Bürger hieße, dass wir einer Art zentralen Verwaltung unterstehen. Ich verstehe mich als Teil einer Anarcho-Kommune. Bürger, Ihre Tätigkeit wurde
Na gut. Greifen wir halt auf die alte Methode. Lügen Sie sich um. Wohl eher nicht. Leiteren Hirten zerstört. Unterlassen Sie das auf der Schelle. Unrechtmäßige Bürger entdeckt. Wir sind noch nicht fertig. Klasse. Also wissen Sie jetzt, dass wir hier sind. Was jetzt, Klugscheißer? Jetzt? Neuer Plan. Wir kämpfen uns zum Fabrikator durch. Vorsicht! Komm her! Werfe Granate! Ein Kontakt entdeckt. Festnehmen. Pass auf! Okay, das war's erstmal. Na, wie schmeckt euch eure eigene Medizin? Vermisst ihr eure alten Freunde? Onkel, hör doch auf! Ein großer Verfolger! Achtung, da sind noch mehr! Soll ich dich erschießen? Fügen Sie sich unseren Forderungen. Ein toter Hirte!
Das sollten alle sein. Sieht jemand sowas wie einen Ausgang? Da vorne ist ein Sicherheitstor. Verschlossen. Wartet, ich muss eine Sekunde nachdenken. Oh, Jackie, warst du das? Das war ich nicht. Puh. Und ihr zwei seid ganz sicher keine Chorspione? Onkel, bitte. Du glaubst auch, die KOR habe die Sturmfronten erschaffen. Na, selbst wenn. Wenigstens mussten wir euch nicht erst beibringen, wie man ein Gewehr hält. Was ist los mit euch, Noncons? Der Großteil von Rainers Leuten kann sich nicht mal die Schuhe zubinden. Oh, zum Glück. Mein Onkel hat mir mal das Schießen beigebracht. Kann froh sein, dass ich überhaupt noch mit ihm rede. Hey, ich war eine große Hilfe. So kann man es auch nennen, wenn man es nicht so genau nimmt. Aber immerhin. Das ist für mich. Okay, wir sind im zweiten Ring. Wir sollten gleich da sein. Bereithalten, da kommen Dibis! Helfen Sie uns, ihnen zu helfen. Greifen mit nicht tödlicher Gewalt an. Dibi erledigt! Mehrere Kontakte geortet. Noch ein toter Hirte! Geschichte! Da kommt der Bibis! Wirklich mein Kontakt entdeckt! Achtung, Schock! Weitere Türme zerstört! Kurzzeit! Feindliche Ziele entdeckt! Geh in Bewegung! Noch ein toter Hirte! Da vorne ist das Bauzentrum. Wir sind fast da. Du bist Geschichte! Nachladen im Nacken. Möglichen Feindkontakt entdeckt. Nächster! Aktivitäten werden nicht toleriert. Das muss reichen. Unrechtmäßige Dunkler identifiziert. Dibis! Kommt ruhig her!
Aktiviere Mega-Rettungsdrohne. Ziele angegriffen. Weiteren Hirten zerstören! Feindkontakt. Aktiviere Verteidigungsmodus. Unterlassen Sie jegliche feindseligen Handlungen. Seht mal, das Bauzentrum ist direkt hinter dieser Mauer. Falls die sich nicht zufällig öffnet... Nein, wir müssen einen Weg außenrum finden. Verstehe ich nicht. Die Überfälle wurden auf Befehl meiner Mutter eingestellt. Wozu die ganze Security? Was, hast du etwa keinen Spaß? Okay, sehen wir uns um. Vielleicht finden wir einen Weg dadurch. Gehen wir durch die Entbindungsstation. Oh, muss das wirklich sein? Was? Was ist los? Dieser ganze Babykram. Hast du ein Problem mit Babys? Nein, nur damit, dass mir jeder sagt, ich müsse eins haben. Meine Mutter hat mich zum Glück immer von dem ganzen Kram ferngehalten. Ja, aber es hilft ja nichts. Wir müssen die Gegend neu bevölkern. Ach ja? Kann ich mitmachen? Das ist das Bauzentrum. Wenn Sie dem Protokoll folgen, und das tun Sie immer. Okay, der Fabrikator ist da drin. Und dieser Wartungsschacht ist unsere Eintrittskarte. Worauf warten wir noch? Gehen wir endlich zu der Zugangstür. Beobachter! Kontakt! Nicht so voreilig, Jungspunde! Fahrer initiiert.
feindliche Aktivitäten werden kontrolliert. Möglichen Zeitkontakt entdeckt. Noch ein toter Hirte! Lady, wir gehen rein, bevor noch mehr Dibis auftauchen. Ah, gut, Moni. Jungspunde. Können wir jetzt diesen elenden Fabrikator stehlen? Ah, gut, Moni. Das kommt mir gerade recht. Hirni! Oh, sieh mal an. Die Co. hat unsere Zugangscodes deaktiviert. Naja, wir sind ja auch Staatsfeinde. Was? Kommt schon, ihr habt nie gelernt, ein einfaches Zugangsschloss zu knacken? Lasst mich mal ran. Aus dem Weg! Das ist hochentwickelte Co.-Technologie. Ich glaube nicht, dass... Oh, okay. Ihr zwei holt diesen... Fabrikator! Wir bewachen die Tür. Ich gehe auch mit. Tust du nicht! Hier draußen ist es sicherer. Die Tür schließt sich, Jungspunde! Kill! Gott verdammt!